Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das heutige Video dreht sich um die neuen Anschaffungen, die wir gemacht haben für das zweite Kind. Es sind jetzt nicht die ganz großen Anschaffungen, wie zum Beispiel Bettchen oder Wickelkommode, Schrank, weil diese Sachen sind ja vorhanden. Und die Wickelkommode, die teilen wir uns halt, beziehungsweise werden dann mit zwei Kindern benutzt, denn es wäre ja absoluter Quatsch, dann noch eine zweite Wickelkommode zu kaufen. Heute geht es wirklich nur um die auf das Baby abgestimmte Version und um einfach nicht weiter da drum rum zu reden, zeige ich euch jetzt, was ich mir noch zugelegt habe. Also ich mache das einfach so querbeet. Wir waren bei Müller. Die Drogerie hat jetzt vor kurzem bei uns aufgemacht. Und ich habe dann so gedacht, okay, wir gucken mal da, weil ihr wisst ja, ich bin ja DM-Fan. Und man sollte einfach dann auch mal woanders gucken und sich mal da so ein paar Preise raussuchen oder irgendwie das Ganze miteinander vergleichen. Denn jede Drogerie hat natürlich die eigenen Preise und da wird der oder das Auge wird auf was ganz anderes dann auch gelenkt. Also nichts Spektakuläres. Also es geht um die Windeln, die haben wir uns geholt. Einmal für New Baby, also Newborn, einmal Größe 1. Ich habe jetzt nur eine Packung davon gekauft, weil ich es von Luisa halt kannte, dass wir ganz schnell auf die 2 dann halt gewechselt haben und deswegen habe ich halt dann nur ein Paket mitgenommen. Habe allerdings nochmal Newborn gekauft von der Müller Marke. Die Müller Marke heißt Beauty Baby. Einfach um zu gucken, ob die auch so gut sind. Ich muss ja sagen, trotz dass ich DM-Fan bin, bin ich absoluter Rossmann-Windel-Liebhaber. Also für mich gibt es keine Eigenmarken-Windeln, die so toll sind wie die von Rossmann. Das ist meine Meinung. Jeder hat natürlich ganz andere Meinungen und hat auch ganz andere Erfahrungswerte. Aber für uns, wir fahren mit Rossmann-Windeln sehr, sehr gut. Und haben dann halt für nachts für Luisa halt die Pampers Baby Dry und damit fahren wir halt auch am besten. Und ich wollte halt, wie gesagt, einmal testen, wie das damit aussieht, ob das Kind das auch verträgt, weil ich jetzt nicht den Rossmann hier in der Nähe habe. So, dann habe ich, also ich möchte ja stillen, das ist ja so, ja, mein Wunsch, dass es diesmal dann auch richtig klappt und nicht wie bei Luisa nur so knapp 7 Wochen. Habe aber vorsichtshalber die Anfangsmilch mir noch geholt, die ich bei Luisa auch hatte und womit sie auch gut gefahren ist. Also ich muss sagen, unser Kind ist auf nichts allergisch, verträgt alles sehr, sehr gut und dann sage ich auch ganz klar, warum soll ich dann die ganz, ganz teuren Marken nehmen, wenn es auch diese Marke tut, und zwar ist das die von Baby Vita, die Pränahrung. Also falls es nicht funktioniert, dass ich dann schon was zu Hause habe und damit dann weitermachen kann. So, dann habe ich noch gekauft, wenn man stillt, Stilleinlagen, muss ich auch nichts dazu sagen, ich habe die jetzt auch vom Müller geholt. Dann habe ich noch eine Packung Feuchttücher geholt von Pampers. Die hat Luisa am Anfang auch gekriegt und danach sind wir auf Hip umgestiegen und zwar auf die pinken Tücher. Es gibt ja blaue und pinke oder die Verpackung ist halt pink und nicht die Tücher sind jetzt pink. Die Verpackung ist pink und die verträgt sie super und die kaufe ich auch immer wieder nach. Hab mir aber nur gedacht, okay, gleiches Recht für beide Kinder. Wir fangen erst mit Pampers an und tasten uns dann nach Hip weiter durch. Und das Tolle an den Sachen ist, das habe ich allerdings nur beim Rossmann und bei Müller gesehen. Diese Pampers Feuchttücherbox, die total schön ist, also muss ich wirklich sagen. Also die gefällt mir sehr gut und da hakt nichts. Die eine habe ich schon über ein Jahr bei Luisa stehen und da ist gar nichts mit.
Und jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich das gleiche einfach hier mit. Dann habe ich noch Schnuller gekauft. Und zwar, ja, also bei Luisa war das so, da habe ich alles durchgetestet, was es gab. Avent, Nook, dann die No-Name-Schnuller und so weiter. Hier muss ich sagen, ich bin mehr so die Markenschnuller-Tante. Also mir gefallen die Nook-Schnuller sehr, sehr gut, vor allem weil unsere Tochter diese auch sehr gerne nimmt und sie auch nur zum Einschlafen braucht. Also da habe ich wirklich Glück, dass sie halt nicht so am Schnuller hängt. Und ja, die hatten halt einige Sachen reduziert. Ist ja immer mal so, da ist mal irgendwas runtergesetzt. Und dann habe ich mir halt die von Nook geholt. Das ist mit Disney. Das ist mit. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr. Das sind Disney-Figuren von Winnie Pooh zum Beispiel. Da ist immer der Esel drauf und Winnie Pooh. Ich kann es jetzt gerade nicht so ganz sehen, ob ihr das sehen könnt, was drauf ist, aber es ist schon niedlich zu sehen, wie klein die sind, wenn man jetzt ein Kind hat, was Größe 3 hat und das ist Größe 1. Also die sind toll, die haben auch 2,50 Euro gekostet. Ja, 2,50 Euro. Und dann habe ich noch weiter geguckt nach Schnullern. Ich habe dann so gedacht, okay, da ist etwas, was ich überhaupt nicht kenne, und zwar ist das die Marke Nubi. Also die kenne ich schon, aber ich kenne den Schnuller nicht. Der Schnuller sieht verdammt lustig aus, wie ein Seestern ist der gemacht. Und da gibt es etwas, und zwar, ja, wie so eine Art Massagebürste, kann man sich das vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt genau zeigen kann. Ich kann es jetzt auch nicht auspacken, oder ich wollte es jetzt nicht unbedingt auspacken. Und zwar zeige ich das hier oben schon. Das ist sowas, ja, wie so eine Art Massagebürste für die Zähne. Also ich kenne jetzt kein Kind, was mit Zähnen schon auf die Welt kommt, aber es ist wahrscheinlich zur Stimulation des Kiefers. Und da habe ich dann gedacht, ich nehme das mal mit, weil die auch runtergesetzt waren auf 2,80 Euro oder irgendwie sowas. Also das sind auch die einzigen Preise, die ich im Kopf habe. Den Rest weiß ich leider nicht mehr. Und ich habe dann gedacht, nimmst du mit? Sieht ganz lustig aus. Wir gucken mal, wie gut wir mit dem fahren. Und ja, dann durfte es halt mit. So, das waren jetzt, sage ich mal, die ganzen kosmetischen Sachen, die ich mir zugelegt habe. Jetzt kommen wir zu dem, was ich teilweise mir selber noch gekauft habe oder auch geschenkt bekommen habe zur Babyparty. Ich fange mal mit dem Geschenk an, was ich bekommen habe. Und zwar ist das ein Schaf. Und zwar von der Firma SigiKit. Das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Ja, das ist so praktisch als ja, Schnuffeltuch oder, wie soll ich sagen, als Kuscheltuch vorgesehen. Und ich habe schon gesagt, das werden wir wahrscheinlich auch für die Fotos nehmen, dass es halt dieses Kuscheltier ist. Ich habe alles schon gewaschen, also auch den hier. Der raschelt nicht, also da ist nichts an Musik dran, es ist wirklich nur das Knuffeltuch mit dem Schaf, und ich finde es wirklich sehr schön, rot gestreift, und ja, habe mich halt sehr darüber gefreut. Dann habe ich eine Schnullerkette geschenkt bekommen. Die macht halt Geräusche. Da habe ich mich auch drüber gefreut, weil das von den Farben her sehr gut passt, auch fürs Mädchen. Und ja, auch das habe ich gewaschen. Dann haben wir noch, oder hat das Baby noch, nochmal ein Kuscheltier gekriegt. Allerdings bei dem ist es so, das raschelt. Und ist mehr was so, wenn man ins Bett geht, ne, zum Knuddeln oder damit sich das Baby halt auch wohlfühlt. Ich gucke immer auf den Bildschirm, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich vielleicht zu dunkel bin. Also ich habe die Softbox gerade an, aber mich blendet sie tierisch, und ja gut. Darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Out. ja, also, Rascheltierchen.
Dann habe ich noch eine Kuscheldecke bekommen. Richtig schön flauschig ist die, in rosa natürlich. Ich habe auch gesagt, bitte nicht alles in rosa, weil da guckt man sich ganz schnell ab. Ach, ja, riecht auch nach frisch gewaschen. Ist ja auch frisch gewaschen. So, dann habe ich noch, also es ist jetzt wirklich querbeet, was ich mir geholt habe, was ich geschenkt bekommen habe. So, dann gab es ein kleines Set. Ich habe dann im Internet noch was bestellt. Und zwar gab es ein Geschenkeset. Und das hole ich euch mal. Und zwar ist das von der Marke Belly Button. Ich zeige euch das mal. Das ist dann dieser Karton hier. Ich hoffe, es blendet jetzt nicht so. Da ist so ein, wie sagt man, ein Badezusatz bzw. Pflegebad und Shampoo soll das sein. Also Two-in-One. Two-in-One. Und da drin war dann noch das mit drin. Das ist halt ein Waschlappen, auch von Belly Button. Und wie könnte es anders sein? Mit rosanen Streifen, rosa-weiß. Es ist ein sehr schönes Paket gewesen. Also ich hatte das gesehen, das war gerade runtergesetzt, bei Baby Wise hatte ich das bestellt. Und das kostet 6 Euro. Und das ist, finde ich, auch eine ganz süße Geschenkidee. Also wenn mal einer nichts hat. Finde ich, ist das genau das Richtige. So, dann habe ich ganz viele Tücher, Molton-Tücher, Spucktücher und Pucktücher gekauft. Hier ist das wieder von der Marke Belly Button. Einmal gestreift, das soll so mehr so karamellfarben sein. Das ist auch von Baby Walz und einmal mit Sternen. Ich habe mir gedacht, so jetzt gehst du mal in eine andere Farbe rein, weil wie gesagt, also das Rosa, das ist manchmal, finde ich, etwas zu viel. Dann habe ich, jetzt geht's wieder los mit Rosa. Weiß, Pink und Rosa. Das ist ein Dreierpack. Das sind auch Spucktücher. Die sind 80x80. Und die von Belly Button sind auch 80x80. Und dann hatte ich bei einer YouTuberin aus Amerika, das ist Britney and Baby, kennen auch viele, die verfolge ich jetzt auch schon seit längerer Zeit. Sie hat da jetzt ihren kleinen Nolan gekriegt. Und die hat zum Beispiel solche Tücher genommen, also jetzt nicht in der Farbe, sondern ich habe sie natürlich mädchenhaft gekauft. Das ist 1,20 Meter mal 1,20 Meter. Ganz ehrlich, ich habe niemals gedacht, dass das so groß ist. Das ist mehr was zum Pucken und so weiter. Und zwar ist das von Swaddle and Barb. So nennt sich das in Amerika. Und wir haben hier die Firma, wie nennt sich das denn hier? Lässig mit dem kleinen Elch. Oder was war das jetzt? Mann, ist das ein Elch? Ja. So, da bin ich wieder. Ich habe das mal ein bisschen auseinandergeklappt, aber ich wollte es jetzt nicht gerade so auf der Kamera machen. So ist das Zeichen von Lässig. Das ist ein Rehkitz. Ein Reh, also irgendwie sowas. Und die sind super toll. Von der Qualität sind die ja schon mal der Hammer. Und ja, weiß ich nicht. Also das wird halt ziemlich doll gehypt, auch bei YouTube und überhaupt, wenn man irgendwie was eingibt, sind das die ersten Tücher, die einem da empfohlen werden. Und da habe ich einfach jetzt mal zwei genommen, weil ich Luisa damals auch gepuckt habe und sie sich dadurch ja auch sehr wohl gefühlt hat. Das ist ja auch ein Zeichen oder das ist auch für die Kinder einfach gut, damit die sich auch geborgen fühlen und dann, ja, wenn sie halt viel weinen, damit die dann, ja, ich sag mal, die flattern ja mal mit den Händen und dann sind die halt unkontrolliert und kriegen Panik und fangen dann an zu weinen. Und da habe ich mir gedacht, bei 1,20 Meter, ne, kannst das Ding ja doppelt nehmen. Das reicht dann immer noch fürs Baby. Und ja, also dazu werde ich euch dann auch noch berichten, wenn es dann in Gebrauch ist, wie gut die wirklich sind oder ob meine Meinung sich da ein bisschen geändert hat. So, dann habe ich noch, also ich habe das alles bei Baby Walz gekauft. Habe ich noch was gekauft, wo wir uns sehr oft drüber unterhalten haben, mein Mann und ich, und überlegt haben, brauchen wir das oder brauchen wir das wirklich nicht? Und wir sind zum Entschluss gekommen, ja, wir brauchen das, weil wir haben ja ein anderthalbjähriges Kind und da brauchen wir auch noch das Babyphone.
Das heißt, wenn ich dann mal das Baby, also das zweite Baby, mal bei uns dann ins Bettchen lege, also in dieses Babybay, was ich habe, oder mal in das eigene Kinderbett. Das habe ich immer mit Luisa gemacht. Also sie hat dann immer nachts bei uns geschlafen und tagsüber, wenn es möglich war, halt schon in dieses Babybett, damit die sich schon dran gewöhnt, oder habe sie halt bei mir gehabt oder mit mir getragen. Und das gleiche möchte ich halt mit dem Baby machen, und das kann ich dann halt auch nur machen, ja, wenn ich ein Babyfon habe. Das heißt, wir brauchen ja zwei. Und ich bin mit der Marke Philips Avent sehr, sehr zufrieden. Deswegen fiel auch der Entschluss leicht, wieder ein Philips Avent Babyfon zu nehmen. Und wir haben uns diesmal für dieses hier entschieden. Das war gerade aktuell um einiges runtergesetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme das mal. Und ja, wir haben es schon ausprobiert und haben gesagt, ja, genau das Richtige. Es macht das, was es machen soll. Alarmschlagen, wenn das Kind schreit oder was auch immer. Hat auch, glaube ich, 5 Melodien. Auch ein Nachtlicht mit integriert. Aber das haben wir bis jetzt auch so großartig nicht gebraucht. Das kann aber beim zweiten Kind anders sein. Und ja, also das Babyfon hat 89 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, also für den Preis nehme ich das sofort. Und dann hat es auch gepasst und wir waren dann auch umso glücklicher. Und hierzu werde ich wahrscheinlich auch noch was dazu sagen, also euch dann noch eine Erfahrung mit aufnehmen und das Ganze dann, ja, wenn es dann soweit ist, dann auch hochladen. Ja, also das waren jetzt meine Anschaffungen, meine kleinen Anschaffungen, die wir noch gemacht haben für das Baby. Es kommt noch ein zusätzliches oder noch zwei. Also ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe ja schon mal gesagt, also von der Zeit her wird das immer enger, und ja, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, Videos zu drehen, weil es auch anstrengend wird, da bin ich schon ganz froh. Ich mache ganz viele Videos oder drehe halt viele Videos vor, damit ich dann nicht so in diese Konfliktsituation komme. Und zwar wird es ein Video geben für die Babyflaschen. Die habt ihr ja hier jetzt nicht gesehen. Das hat einen bestimmten Grund, das werde ich euch dann später dann auch nochmal in dem Video sagen. Dann wird es ein separates Video geben für die elektrische Milchpumpe, die ich habe. Und ein separates Video für die Manduka, die Babytrage, die ich mir zugelegt habe. Und ja, das alles folgt dann noch, und wenn ihr Fragen habt oder vielleicht euch noch was einfällt, was ich mir noch zulegen kann bei einem zweiten Kind, ich denke, ich habe eigentlich alles, dann könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich über jeden Daumen hoch, den ich kriegen kann, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Tschüss!